Ich wende mich heute mit einer sensationellen Nachricht an dich. Es gibt ein unendliches Potenzial von Möglichkeiten, die Wirklichkeit werden können. Wie das geht, worum es geht, erfährst du nun in diesem Video. Bleib dran, hau rein, ziehst du rein. Ich freue mich auf dich, bis gleich. Alles, was denkbar ist, ist möglich. Die Gesamtheit aller Möglichkeiten bezeichnen wir im Folgenden als die Menge der Möglichkeiten. Können die Menge aller Möglichkeiten dadurch bestimmen, dass es ein größeres informationstheoretisches Feld gibt, in dem alles, was möglich ist, immer schon enthalten ist. Die einzige Bedingung, die wir an ein Element stellen müssen, um es in die Menge aller Möglichkeiten einzutragen, ist, dass es über eine Eintrittswahrscheinlichkeit Größe 0 verfügt. Die gute Nachricht ist, das ist so gut wie immer der Fall. Wie jede Menge hat auch die Menge der Möglichkeiten eine bestimmte Mächtigkeit. Die Mächtigkeit einer Menge ist nichts anderes als die Anzahl der in ihr enthaltenen Elemente. Wenn alles, was denkbar ist, möglich ist, ist die Mächtigkeit der Menge der Möglichkeiten ganz schön heftig. Sie hat eine Mächtigkeit von unendlich, weil es hier unendlich viele denkbare Möglichkeiten gibt. Wie man diese Mächtigkeit näher bestimmen kann, führe ich dir gerne in einem anderen Video aus. Jetzt geht es erstmal weiter um die Menge der Möglichkeiten und ihr Verhältnis zur Wirklichkeit. Es gibt Dinge, die zwar möglich sind, aber noch nicht Teil unserer Wirklichkeit sind. Ich könnte zum Beispiel morgen reich werden oder die Liebe meines Lebens begegnen oder du könntest dir dieses Video ansehen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit aller dieser drei Dinge zugleich ist natürlich relativ gering, obwohl wir uns darüber freuen würden. Fragen wie diese sind Teil der von mir als spirituelle Modellierung bezeichneten Disziplin, die wir momentan gerade entwickeln. Wenn dich dieses Thema weiter interessiert, rate ich dir, dieses Video bis zum Ende anzusehen, denn ich gebe dir am Ende dieses Videos gleich noch weitere Informationen darüber, wie du am Ball bleiben kannst und dich weiter über unsere Arbeit und dieses Thema spirituelle Modellierung informieren kannst. Du siehst also, es sind prinzipiell mehr Dinge möglich als wirklich. Sie haben nur eine unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit. Anders ausgedrückt, die Mächtigkeit der Menge der Möglichkeiten ist größer als die Mächtigkeit der Menge der Wirklichkeit. Und zwar viel größer. Wenn alles, was denkbar ist, möglich ist, aber nicht alles, was möglich ist, Teil unserer Wirklichkeit ist, dann ist die Frage, ob es nicht neben unserer Wirklichkeit andere Wirklichkeiten gibt, die genauso gleich relevant, gleich objektiv, gleich wirklich sind, wie die, in der wir uns befinden. Dadurch erkennen wir Folgendes. Dass die Menge der Wirklichkeit in Wahrheit nichts anderes ist als eine Projektion von Elementen aus der Menge der Möglichkeiten. Die Kraft, die diese Elemente aus der Menge der Möglichkeiten in die Menge der Wirklichkeit ziehen kann, ist die Wahrscheinlichkeit. Wir müssen also, um ein Element aus der Menge der Möglichkeiten in die Menge der Wirklichkeit zu ziehen, nichts anderes tun, als dessen Eintrittswahrscheinlichkeit so weit zu erhöhen, dass die Wirklichkeit gar nicht mehr anders kann, als dieses Element auch tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen. Als spirituelle Modellierung bezeichnen wir jenes Verfahren, das sich mit der Modellierung der Erfassung dieser Eintrittswahrscheinlichkeiten und ihr Verhältnis zur Wirklichkeit befasst. Und mit der Frage, welcher Grad an rekreativem Aufwand dafür notwendig ist, um die Eintrittswahrscheinlichkeit einer denkbaren Möglichkeit zu garantieren. Oder sie zumindest von unwahrscheinlich auf wahrscheinlich zu stellen. Ein einfaches Beispiel dazu. Wenn du alleine in einem leeren Raum sitzt, ist es relativ unwahrscheinlich, dass du dort die Liebe deines Lebens treffen wirst. Wenn du dagegen in einem Raum mit 100 oder 200 anderen Menschen sitzt, mit denen du ähnliche Interessen teilst, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du dort die Liebe deines Lebens treffen wirst, schon wesentlich höher. Wenn du nun gut gelaunt, gut aussehend, sportlich, trainiert, wohlhabend und erfolgreich und selbstbewusst im selben Raum mit denselben 200 Leuten sitzt, die alle deine Interessen teilen, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du in diesem Raum die Liebe deines Lebens treffen wirst, noch einmal wesentlich höher. Das alles sind natürlich Beispiele, die du komplett ohne Mystik und Spiritualität auch im realen Leben mit normalmenschlichen Methoden beeinflussen kannst. Um trainierter zu sein, reicht es zum Beispiel, wenn du mehr Sport betreibst. Um besser auszusehen, reicht es, zum Friseur zu gehen oder auf ein gepflegtes Äußeres zu achten. Um erfolgreich zu sein, reicht es theoretisch, wenn du ein Business gründest sozusagen und halt in diesem Geschäft, in dem du tätig bist, wirklich signifikante Erfolge erzielen kannst. Um selbstbewusst zu sein, reicht es zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, die positive Affirmationen hörst, die suggerierst, dass du einfach selbstbewusst bist und Methoden anwendest, die dein Selbstbewusstsein weiter steigern. Der Punkt ist, es gibt Subwahrscheinlichkeiten. Und je mehr Aufwand du dafür einsetzen kannst, um diese Eintrittswahrscheinlichkeit der Subwahrscheinlichkeiten zu erhöhen, umso höher ist auch der Effekt, den du auf die Eintrittswahrscheinlichkeit des angestrebten Ereignisses ausübst. Wie gesagt, waren das Beispiele, die du ohne Mystik und Spiritualität beeinflussen kannst. Doch es gibt Prinzipien. Eines davon lautet, Energy flows where attention goes. Die Energie fließt dorthin, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. Spiritualität und Mystik beinhalten nun Prinzipien, Techniken und Methoden, die diesen energetischen Austausch zwischen dir und der Wirklichkeit positiv beeinflussen können. Sie können aber noch viel, viel mehr.
Unsere Aufgabe als Mystische Academy ist es, dir dabei zu helfen, das volle Potenzial deiner Geisteskraft zu erkennen und entfalten zu lernen. Man könnte auch sagen, wir wollen dir dabei helfen, ein wirklichkeitsveränderndes Feld zu generieren. Und noch vieles mehr. Wenn dich Themen wie diese interessieren, schau einfach auf unsere Webseite. Ich blende sie dir nach diesem Video hier unten ein. Klick auf den Link und trag dich noch heute an unseren Mailverteiler ein, damit ich dich über unsere Arbeit, das Projekt und das Ziel der Hohen Feste auf dem Laufenden halten kann. Ich wünsche dir das Beste. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns ein Like da, abonniere diesen Kanal, empfehle all deinen Freunden, teile diese Informationen mit allen Menschen, die du kennst. Und ja, lass uns einen Kommentar da. Ich freue mich von dir zu hören. Wir sehen uns, wenn du möchtest, im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, danke für deine Aufmerksamkeit und ciao dabei.